60.000 Zuschauer im Düsseldorfer Rheinstadion seien ein Top-Spiel ohne Top-Zuschlag. Das soll gesagt werden. Düsseldorf zu erkennen an den weißen Trikots, übernahm sofort das Kommando. Das ist Rudi Bommer. Und in den ersten vier Minuten erspielte die Elf von Willibert Krämer gleich vier Eckbälle hintereinander. Wieder Bomber, Kraus dazwischen, der zweite Eckstoß in der dritten Minute. Fortuna aggressiv und spielbestimmend in der Anfangsphase. Edvaldson kommt nicht heran, Weikel, vorbei an Dremmler. Bockenfeld, der erste Warnschuss. Die Gäste aus München ohne den erkrankten Larbi und den gesperrten Flügler zunächst defensiv und verhalten. Karl-Heinz Rummenigge, Mannschaftskapitän, bewacht von Kuczynski. Und dann der erste Ausflug von Augenthaler, Bayerns Libero. 25 Meter, Kleff reagiert hervorragend. Dürnberger. Viel Prominenz im Stadion, unter anderem Bundestrainer Daval, aber auch die Bundesligamannschaften von Hamburg, Uerdingen und Kaiserslautern. Und sie sahen packende 90 Minuten. Erste Unsicherheit in der Düsseldorfer Hintermannschaft. Das ist Michael Rummenigge, der heute Geburtstag feiert, 20 Jahre jung ist. Dann die Achse Bockenfeld-Bommer. Sie funktioniert immer besser. Bommer vorbei an Nachtwahl. Thiele hat die 1:0-Führung praktisch auf dem Fuß. Nach dem Warnschuss von Augenthaler bestimmte Fortuna Düsseldorf mehr und mehr das Spielgeschehen. Bommer im Zusammenspiel mit Edvaldson. So ganz nach dem Geschmack der Zuschauer und obwohl es wirklich stundenlang geregnet hatte, der Boden gut präpariert von der Düsseldorfer Stadt und die Spieler kamen mit den Bodenverhältnissen glänzend zurecht. Gerd Sewe, Düsseldorfs Libero, zunächst wenig vorne zu finden. Ja, und da hat Edvaldson die Gelegenheit, das 1:0 zu erzielen, wieder vertan. Düsseldorf rennt auf das Tor von Bayern München, doch der Torerfolg bleibt aus. Augenthaler, Bayerlorzer, Nachtwey, sie hatten alle Hände voll zu tun. Der fünfte Eckball für die Düsseldorfer Fortuna nach genau 30 Minuten. Bockenfeld. Dann ist Dusent da und er erzielt das 1:0, das viel umjubelte 1:0 für die Düsseldorfer Fortuna nach exakt 30 Spielen. Noch einmal, der Eckstoß von Bockenfeld. Dann das gewonnene Kopfballduell von Edvaldson. Dusent erkennt die Chance, keine Gelegenheit für Jean-Marie Pfaff, das Tor noch abzuwehren. 1:0. Wieder Bomber. Gefault von Grobe und es gibt in diesem Spiel die einzige gelbe Karte von Dr. Umbach aus Rottorf für Grobe nach diesem Foul an Bommer. Freistoß Zewe und dann ist Thiele da und nur 3 Minuten später das 2:0 für die Düsseldorfer Fortuna. Diesen Treffer sehen wir noch einmal, den Freistoß von Zewe. Bei Kopfstößen waren und wirkten die Düsseldorfer immer stärker.
Und die Spitzen waren halt schneller im Nachsitzen. Wiederum Augenthaler und Jean-Marie Pfaff geschlagen. 2:0. Dann wieder Rudi Bommer, der sich heute zum wiederholten Male eindrucksvoll für die Nationalmannschaft empfahl. Kopfballfach und Jean-Marie Pfaff mit glänzenden Reaktionen verhindert einen weiteren Rückstand. Nach 36 Minuten der erste Wechsel bei Bayern München. Udo Lattek bringt mit Dieter Hoeneß einen dritten Stürmer. Bayer Lorzer muss hinaus. Sie hören die Anfeuerungen und die Gesänge der Zuschauer bei der Düsseldorfer Fortuna. Lief es natürlich nach dem 2:0 viel, viel besser, während die Bayern zunächst einmal wieder ihren Rhythmus finden mussten. Edvaldson war damit zurückgeeilt, er kämpft sich den Ball dann wieder Rudi Bommer. Ein gedachtes Zuspiel, Nachtwey dazwischen, Dusent braucht es gar nicht einzugreifen, Jean-Marie Pfaff erneut geschlagen, hat gar keine Gelegenheit, an diesen abgefälschten Ball heranzukommen. Düsseldorf führt 3:0. Rudi Bommer schaut sich um, wird nicht angegriffen, Löhr war mitgelaufen, dann das gedachte steile Zuspiel auf Dusent. Und Nachtwey, der mit dem rechten Fuß unglücklich den Ball ins linke Tor eckt. 3:0 für Fortuna Düsseldorf. Und das Ganze war ein Eigentor. Und der Rudi Bommer, weder Kraus, Dürnberger noch Nachtwey vermochten seine Kreise in den ersten 45 Minuten zu stören. Und beseelt nach diesem dritten Tor gelang den Düsseldorfern in dieser Phase kurz vor der Pause einfach ein. Sie sehen, dass es läuft wie im Training, Kurzpassspiel. Edvaldson, Nachtwey dazwischen, Dusent, Bockenfeld. Jede Szene, jede Situation beklatscht von den Zuschauern. Und nach 45 Minuten Freude im Düsseldorfer Anhang, 3:0. Beide Mannschaften unverändert in den zweiten 45 Minuten. Aber Bayern München zeigte sich keineswegs deprimiert, bestimmte von nun an das Tempo. Karl-Heinz Rummenigge, unermüdlich als Antreiber. Bei ihm stets Kuczynski. Michael Rummenigge, aber auch Torwart Kleff zeigt Klasse. Fortuna Düsseldorf jetzt nur mit Entlastungsangriffen. Rudi Bommer von Nachtwey in dieser Phase in Manndeckung genommen. Dennoch harmonisches Dreieckspiel im Düsseldorfer Mittelfeld. Bommer, Zewe, Bockenfeld, dieses Dreieck klappte hervorragend. Willibert Krämer, der Düsseldorfer Trainer, konnte mit seiner Elf bis dahin sichtlich zufrieden sein. Beeindruckend die harmonische Bindung und das nahtlose Zusammenwirken zwischen Abwehr und Angriff bei den Düsseldorfern. Inzwischen sind 62 Minuten gespielt, weiterhin 3:0 für die Düsseldorfer Fortuna, aber Bayern München wurde stärker. Matti verstolpert zunächst, scheitert dann zum wiederholten Male an Torwart Kleff. Dann wieder Karl-Heinz Rummenigge. Kämpferisch und spielerisch sicherlich ein Vorbild. Wenngleich Kuczynski heute ein guter Bewacher war, zudecken konnte er den Münchner nie. Und wieder Torwart Kleff. Er steigert sich mit der Mannschaft. Ähnlich wie in der ersten Hälfte die Bayern, nun die Düsseldorfer mit schnellem Konterspiel. Wieder Rudi Bommer. Jean-Marie Pfaff muss nachfassen. Nach etwa 67 Minuten der zweite Wechsel bei Bayern München. Delhaye kommt für Matti ins Spiel. Aber schauen Sie diese Düsseldorfer Angriffe. Das sieht alles sehr gekonnt aus. Dusent trifft nur den Pfosten.
kommt wieder Rudi Bommer. Etwa 20 Minuten braucht er, um sein eigenes Tempospiel der ersten Hälfte wiederzufinden. Nachtwey hatte große Mühe mit ihm. Und Udo Lattek wusste sicherlich kein anderes Mittel und auch keinen anderen Spieler, um heute den besten Düsseldorfer, Rudi Bommer, abzuschirmen. Dann ein beharzter Schuss einmal von Dürnberger und ein ebenso herrliches Tor, unerreichbar für Kleff. Wieder Spannung im Düsseldorfer Rheinstadion, nur noch 1:3. Minute, 17 Minuten vor dem Abpfiff, also der Anschlusstreff. Aber Düsseldorf vermochte auch kämpferisch und spielerisch wieder zuzulegen. Zewe. Da kommt Thiel aus dem Hinterhalt und auch hier wäre Pfaff nie herangekommen. In der 78. Dann noch einmal Wechsel, diesmal bei Düsseldorf. Willibert Krämer verstärkt die Abwehr und bringt Amand Theis. Dusent geht nach großer Leistung hinaus. Aber Bayern München längst nicht geschlagen, immer wieder bemüht, das eigene Angriffsspiel nun zu forcieren. Remmler, Grobe, Dürnberger trifft nur das Ausmaß. Delhaie, der von Weikel gut abgeschirmt wurde, nachdem er bei München in die Mannschaft kam. Und Sie sehen, die Düsseldorfer haben natürlich bei ihren Gegenzügen jetzt viel mehr Raum. Wieder Rudi Bommer. Dann zieht er ab. Pfaff kann nicht festhalten. Edvaldson ist da im Nachsetzen. Der 3-Tore-Abstand wiederhergestellt. 4:1. Dies war natürlich die endgültige Entscheidung. In einem erstklassigen Bundesligaspiel schlägt Fortuna Düsseldorf Bayern München verdient, wenngleich sicherlich ein Tor zu hoch. Was nach zwei beeindruckenden Heimerfolgen wirklich in dieser Mannschaft steckt, muss die Elf von Willibert Krämer nun in den nächsten drei Auswärtsspielen beweisen. Nächste Woche in Köln. Und mit diesen Bildern aus Düsseldorf zurück.